Die Kathedrale von Mallorca im Zentrum von Palma ist ein Touristenmagnet für alle Urlauber. Für die Gäste der Playa de Palma oder El Arenal bietet sich die ideale Möglichkeit, dieses Bauwerk mit dem Fahrrad über einen schönen und sicheren Küstenradweg zu erreichen. Vorbei an der Surf- und Kiteschule und dem Stadtstrand Cala Estancia. Bei bester Aussicht geht es direkt am Wasser vorbei und bei Kilometer 3,5 geht es links ab. Es folgt der Aussichtspunkt Mirador de Son Carayos, die alten Bunkeranlagen und kurz danach kreuzen wir die Einflugschneise des Flughafens Palma de Mallorca. Wir erreichen die schöne Bucht Calagamba. Hinter Es Molinar erreichen wir bei Kilometer 8 den großen, schönen Hafen von Portichol. Hinter dem beliebten langen Sandstrand Playa de Can Pere Antoni in der Bucht von Palma. Wir sehen die Kathedrale und auch schon große Schiffe im Hafen. Bei Kilometer 11 verlassen wir den Radweg und erreichen unser Ziel an der Kathedrale. Diese Ansicht von oben zeigt nochmal den gesamten Weg bis zur Kathedrale. Wir starten am Radsporthotel Gran Fiesta mit der größten Hürzeler Radstation an der Playa de Palma, Höhe Balneario 11. Ohne sich zu verfahren, kann man auch von El Arenal oder jeder beliebigen Stelle der Ballermann-Promenade starten. Alle 200 Meter gibt es dort eine Strandbude zum Stärken. Mit Blick zum Strand geht es über die verkehrsberuhigte Straße, vorbei an kleinen Cafés, Einkaufsläden und weiteren Hotels Richtung Westen. Es ist noch Vorsaison und deshalb geht hier noch alles relativ ruhig zu. Und ab dem Ballermann 12 nimmt der Trubel sowieso immer mehr ein bisschen ab. Ab der ersten Hilfestation in Höhe des Palma Aquariums hören die Gebäude langsam auf und wir nähern uns dem Ort Can Pastilla und kommen am Ballermann 14 vorbei. Das Ende der Playa de Palma vor Can Pastilla ist ein sehr beliebter Spot für Surfer, Kiter und neuerdings auch für Wingfoil-Kiter. Es ist bereits am Nachmittag und der Seewind hat etwas zugelegt, worüber sich die Wassersportler freuen. Wer beim Radfahren lieber etwas weniger Wind haben will, sollte den Vormittag bevorzugen. Einen hervorragenden Blick auf die Bucht hat man von der mallorquinischen Bimmelbahn. Hier gibt es viele schöne Lokalitäten mit bester Aussicht aufs Meer, was auch von vielen Radfahrern genutzt werden kann. Viele Urlauber genießen das schöne Wetter am Strand oder in den Cafés. Vorsicht!
Bei 28 Grad erreichen wir den Ballermann 15, den letzten Balneario, der schon voll in Can Pastilla liegt. Die Kite haben gute Bedingungen, zeigen manchmal auch einige Sprünge und gute Manöver. Wir nähern uns nun dem Ende der Bucht. Am Ende der Bucht verlassen wir die Promenade und fahren zum Strand herunter. Hier treffen sich alle Wassersportler an der Bona Ona Surf School and Bar. Hier bekommen die Badegäste einiges zu sehen und hier ist für die Kiter ausreichend Platz, ihr Material aufzubauen. Und weiter hinten sieht man regelmäßig Menschen, die Gruppengymnastik machen. Hier auf der linken Seite baut ein Wingfoiler sein Material auf. Links befindet sich der abgesperrte Hafen mit dem Club Maritim de Can Pastilla. Vorbei am Stadtstrand Cala Estancia. Am Ende gehen einige zum Schwimmtraining mit Neoprenanzügen ins Wasser. Wir nähern uns wieder dem Wasser. Vorbei am Restaurant Puro Beach Palma Beach Club, welches ins Wasser hineinragt. Hier sehen wir eine Bucht mit angespültem Seetang. Man hört schon ein bisschen Fluglärm vom Airport Palma, dessen Start- und Einflugschneise wir gleich kreuzen werden. Und jetzt geht es links ab auf den Radweg.
Der Weg wird von vielen Radfahrern und Spaziergängern genutzt, die sich die schöne Landschaft mit dem Mirador de Son Cayos und die Bunkeranlagen etwas genauer anschauen wollen. Jetzt überqueren wir einen felsigen Bereich mit den interessanten Resten von alten Bunkeranlagen. Es gibt ausreichend Möglichkeiten, wo man von hier die tolle Aussicht genießen kann. Bei Flugzeuglandungen vom Meer aus kann man die Maschinen von nahem sehr gut beobachten. Startende Flugzeuge sind hier schon recht hoch in der Luft. Ein toll angelegter Fußgänger- und Radweg an der Cala Pudent mit einer herrlichen Aussicht aufs Meer und auf die Berge der Westküste hinter der Bucht von Palma. Auch viele Fußgänger teilen sich den schönen Weg mit den Radfahrern. Man sollte aber gerade wegen der vielen schönen Dinge immer auch auf den Gegenverkehr achten. Wir umfahren die weiträumig angelegte Kläranlage von Palma. Und immer wieder Bänke zum Ausruhen und zum Genießen der tollen Küste. Und hier sogar mit Halbschatten. Jetzt erreichen wir die schöne Bucht Cala Gamba mit weiteren Sitzmöglichkeiten. Und einen schönen Weg zum Spazierengehen. Und hier der Club Nautic Cala Gamba mit einigen Schiffen.
Es geht ein Stück durch den Ort Escol den Rabassa, aber dann wieder links ab zum Radweg am Wasser. Wir nähern uns nun dem Aussichtspunkt Punta des Reflektor. Aufpassen, denn gleich geht es rechts ab in einen schmalen Weg. Wo sich ein kleiner Strand befindet. Wir erreichen den Strand Playa Ciudad Jardín. Dieses Restaurant ist wirklich sehr zu empfehlen. Der Radweg entfernt sich nun kurz vom Wasser. Hier in Es Molinar trennt sich der Radweg vom Fußweg. Der Fußweg führt über eine hochgelegene Promenade direkt am Meer entlang und der Radweg über ein langes Stück tiefer gelegen neben der Straße. Und so geht das eine ganze Weile immer geradeaus.
Fuß- und Radweg kommen hier wieder zusammen. An dieser Stelle kommt man dem Wasser wieder sehr nah und es gibt eine wunderbare Aussicht. In Portischol wieder ein kleiner Stadtstrand mit Möglichkeiten, eine kleine Pause einzulegen. Die Bäume bieten hier etwas Schatten. Wir nähern uns dem Hafen von Portischol. Links sieht man bereits die Schiffe. Jetzt fahren wir einen großen Bogen um das Hafenbecken von Portischol. Ein malerisches Bild mit all den Booten im Hafen. Und hier nochmal die Möglichkeit einzukehren. Mit einer guten Aussicht wird man belohnt. Jetzt geht es dann erst mal lange direkt am Strand entlang. Das heißt, entspannen und genießen, aber immer aufpassen. Entlang der Bucht von Palma hat man eine hervorragende Aussicht.
Auch die ersten Kreuzfahrtschiffe kann man hinten im Hafen auch schon erkennen. Die letzte Lokalität vor unserem Ziel, Kathedrale. Es weht eine frische, angenehme Brise vom Meer und zwischen den Palmen kann man schon die Kathedrale sehen. Achtung, Engstelle. Dieser Radweg direkt an der Küste geht insgesamt über 2 Kilometer geradeaus. Und nun kann man die Kathedrale in voller Größe sehen. Und hier an dieser Stelle habt ihr die Möglichkeit, den Radweg zu verlassen und könnt auch die Fußgängerampel benutzen. Dann kommt man direkt an dem schönen Gewässer vor der Kathedrale raus. Hier kann man die Aussicht schon gut genießen und das in beide Richtungen. Wir folgen dem Radweg. Und müssen insgesamt über 2 Fußgängerampeln.
Der Radweg führt von hier weiter zum Hafen, aber wir biegen in diesem Video rechts ab. Und nehmen die Fußgängerampel zur Kathedrale. Rund um die Kathedrale geht es schon recht lebhaft zu. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da und abonniert HVDH-Film, um keine weiteren Videos zu verpassen. Die Weiterfahrt zum Hafen gibt es demnächst in einem anderen Video.